So, Freunde, willkommen zurück zu The Witcher. Hier hat sich gerade ein Höhleneingang auf der Karte aufgetan. Und sobald diese nervigen Ertrunkenen weg sind, kommen wir da vielleicht auch mal rein. So, jetzt haben die uns schon wieder erwischt. Aber jetzt sind wir immerhin mal im Gang. Ob wir das Quentzeichen, das Schutzschild, wohl unter Wasser wirken können? Ich schwimme lieber ganz schnell und probiere es nicht aus. Wir sind drin! Ich pack's nicht! Wir sind drin. Kann nicht speichern, okay. Achso, das... Was? Das ist alles? Echt jetzt? Geht's hier nirgendwo? Doch, siehst du. Hätte mich jetzt aber auch gewundert. Hallo? Gerät? Danke. Und eine Treppe. Eine Leiter, besser gesagt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, oben werden wir mit dem Wyvern aneinander geraten, schätze ich mal. Dann speichern wir hier unten auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir meditieren auch mal. Wir haben zwar keine Tränke verbraucht in letzter Zeit. Es ist aber trotzdem besser, vor allem, weil wir tagsüber gelegentlich Energie regenerieren. Genau. Und wir können noch ein Level aufsteigen, das machen wir natürlich auch. Oh, 103. Oh Gott, ich bin gespannt. Ah ja, das gleiche in braun. Okay, das geht ja noch. Da können wir nichts reinpacken. Boah, unsere ist aber viel besser, Freunde. Ich behalte die unsere. Also die gefällt mir wesentlich besser. Nicht nur vom Aussehen, sondern auch von den Stats her. Jetzt, wo sind die Öle? Geister, Verflucht, Konstrukt. Das ist eine Bestie, oder? Ich würde sagen, ein Wyvern ist eine Bestie. Okay. Ach ja, und ein Level aufsteigen wollte ich noch. Entschuldigung. Entschuldigung. Tutorial, das Tutorial, mein Richtung Charakter. Das Hammerschock, ja? Maximale Vergiftung ist natürlich auch cool, Freunde. Das nehmen wir auch mit rein. Wenn wir nur ein gelbes Mutagen hätten. Hammer aber nicht. Und wir haben übrigens schon ein großes rotes... Oder? Nee, haben wir nicht. Wie wir an Mutter gehen. Nee, wir brauchen noch ein großes rotes bei Gelegenheit. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist, zeige ich euch, was ich meine. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Wie wir sehen, ganz gar nicht so lustig. Wir hatten ja schon mal einen. Sogar zwei, glaube ich. Hallo, Wyvern. Bist du hier? Lass mir erstmal die Zugbrücke runter. Schön, schön, schön. Hey, Plätze! Komm lieber nicht zu nahe, Plätzchenmaus. Hier ist ein großer, böser Vogel. Drachenvogel. Vogeldrache, was auch immer. Okay. Gibt's ja wahre Schätze zu finden. Und Lichter zu löschen, wie immer. Leider keine Schnur. Zu schade. Jetzt sind wir im Leuchtturm. Vielleicht müssen wir den Wyvern ja gar nicht töten. Das klingt aber irgendwie anders. Ich weiß auch nicht. Du was? Dolo, was für ein Tagebuch? Dobromir. Vater liegt mir in den Ohren, dass ich zum Leuchtturm gehen und mich um das Feuer kümmern soll. Die Sache ist nur, dass es mir inzwischen scheißegal ist, ehrlich. Was bin ich denn? So ein Golem, der nur dazu da ist, viermal am Tag dort hochzuklettern, um Holz nachzulegen und Öl nachzugießen? Ich würde viel lieber lernen, wie man in einer Schmiede in der Stadt arbeitet oder in einer Gießerei der Gnome. Großvater Amtsvery war doch ein Schmied, oder nicht? Er hat Hexerklingen geschmiedet und wer sagte, dass ich nicht ein wenig von seinem Talent geerbt habe? Okay. Jetzt haben wir eine Art Glyphe. Hihi, zu spät. Seltsam. Ich hab Angst. Yvonne, hallo. Muss ich dich töten? Ja, muss ich. Oh, das war wohl das Söhnchen. Du bist ja ein Greif. Du bist gar kein Yvonne. Doch, du bist ein Yvonne, aber du hast komisches Fell am Kopf. Yvi. Put, put, put.
Wir müssen den doch nicht töten, oder? Ja gut, der hat einen Menschen getötet, aber... Der Mensch hätte vorher mal gucken können. Wenn hier ein Wyvern kreist, würde ich da nicht hochklettern. Und die kriegen wir auch gar nicht darunter. Okay, wir kriegen ihn runter. Armer Vivi. Was war das? Moment! Meine Maus spackt gerade. Hallo? Danke. Die kann natürlich nicht spacken, bevor wir den Vivian runterholen. Nein, die muss danach spacken. Das ist doch... Ist das kein Greif? Echt? Und der hat nicht mal was liegen lassen für uns. Okay. Vivi? Es tut mir leid. Aber du hast einen Menschen gegessen, das darfst du nicht. Tut mir leid, Vivi. Oh Mann, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Armer Vivian. Nur wegen einem kleinen Menschen. Der hatte halt auch Hunger. Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass der da öfter mal Menschen verschleppt. Könnte ich mir leider, leider vorstellen. Hey, wir haben das Rezept noch gar nicht. Wir haben das Rezept noch gar nicht gefunden. Mal Lichter ausmachen können wir gut, aber wo ist das Rezept? Und wo zum Henker ist der Schleifstein? Den habe ich auch nicht gesehen. Muss unter uns irgendwo sein. Hier vielleicht? Die ganze Kiste haben wir nicht auf, habe ich nicht aufgemacht. Für die Kunst des Manövrierens. Ja, herrlich. Ah, ich bin ein wenig verwirrt jetzt, Freunde. Mach mal Licht an. Vielleicht geht es dann besser. Nee, da wollen wir nicht wieder runter, glaube ich. Mach mal Licht an. Dann nimmst du noch deine Fackel. Also hier ist ja null. Nix. Nada. Gar nichts. Kein Schleifstein vor allem. Kein überhaupt gar nichts. Dieses Rauschen auch? Woher kommt das denn? Ist das irgendwie ein magischer Ort für die Lampe oder sowas? Nee. Hier schnücks. Da unten sind ein paar Ertrunkene, die da rumpaddeln. Leute! Ich find's nicht. Kannst du mir helfen? Ach, der Ort der Macht vibriert da so komisch. Das Ding da unten, das ist ein Ort der Macht. Ein Gemüsegarten, wenn sie schon nicht versteckt haben. Puh, jetzt haben wir hier so mühsam reingefunden. Und kommen doch nicht weiter. Durchsuche die Ruinen der Festung. Immer gemacht. Und haben nur Müll gefunden. Sind wir wieder ganz oben, ne? Ja. Okay, dieses Symbol ist da, wo die Zugbrücke ist. Freunde, kann es vielleicht sein, dass der Vivian das Ding hatte und wir den nicht looten können, weil der blöd gelandet ist? Weil ein Vivian droppt immer irgendwas. Sollen wir den nochmal eben machen? Ich würde sagen, ich mache das mal off-cam und sage euch dann Bescheid. So machen wir es. Bis gleich. Jetzt ist er abgestürzt. Jetzt ist er da. Nein, Plötze! Der will Plötze essen. Ah, Plötze! Oh Gott, jetzt bloß nicht sterben vor lauter Panik. Plötze! Nein, lass mir ein Pferd in Ruhe. Ich töte dich. Töte dich. Lass Pferd in Ruhe. Plötze! Nein! Lass die Plötze in Ruhe! Du doofer, böser, gemeiner Vivian! Du bist so böse, ich habe kein Mitleid mehr mit dir! Du bist ein böser, gemeiner, doofer! Nee, lass Plötze in Ruhe! So! Mann! Plötze! Hat der böse Vivian dich erschreckt? Oh Gott! Das tut mir leid, mein Schatz. Oh, mein Baby, ich hab dich lieb.
Aber der hat wieder nichts gedroppt. Freunde, wo ist das Zeug? Wo ist denn das Zeug? Ich bin verwirrt. Die Quest sagt darüber. Okay, folgen wir doch mal sinnvollerweise der Quest. Sie sagt immer noch darüber. Sie sagt in der Nähe. Also, wir sind jetzt auf der richtigen Höhe. Aber das ist doch bekloppt. Hier ist doch nichts. Hier ist aber wirklich gar nichts. Und was ist, wenn wir jetzt hochklettern? Was sagt er dann? In der Nähe. Darunter. Nee, in der Nähe. Ja, aber doch darunter. Stimmt schon. Können wir hier die Wand knacken oder so? Nee, ne? Darunter. Also, hier ist die richtige Höhe. Hier. Okay. Aha! Schon haben wir das Rätsel gelöst. Nach 10 Minuten, immerhin. Okay, da ist auch der Schleifstein. Geschliffen. Endlich greifen Silberschwert. Wir haben die dämliche Quest endlich geschafft. Jetzt bin ich übel, dass ich dämliche Quest sage, aber ich mochte die irgendwie von Anfang an nicht, weil dieses Greifenzeug ist zwar ganz nett, aber das war es dann auch schon, ja. Einfach ganz nett. Hier. 25, 50, 50. Nichts Besonderes. Schönerer ist auch nicht dabei. Nö. Nö, wo sind die Handschuhe? Die sind besser als unsere. Plus 4 irgendwie, warum auch immer. Ah, vielleicht sind die ein bisschen kaputt oder so. Auf jeden Fall tauschen wir einfach. Packen nochmal ein... Was wollte ich? Ein Art. Wir haben irgendwo eine Art-Glyphe gefunden. Mal neu sortieren. Hier. Kleine Art-Glyphe. Okay, oh Gott, die arme Plötze. Ich habe jetzt echt gedacht, der bringt die um. Wisst ihr, ich bin mit den Pferden bin ich sehr pechbehaftet. Weil ich hab's sogar geschafft, in Skyrim Schattenmähne zu töten. Das eigentlich untötbare Pferd habe ich irgendwie tot gekriegt. Das tut mir im Nachhinein immer noch sehr, sehr leid. Auf zur nächsten Quest. Ja, plötzlich, weißt du, hast ganz schön Angst gehabt jetzt, gell? Armes Mäuschen. Armes kleines Mäuschen, ja. Bist fein. Bist ein feines Pferd. Oh, da ist ein Schild. Ich kann leider nicht weit reiten. Oh Mann, die Plötze. Ich weiß, ich bin verrückt, aber ich liebe dieses Pferd. Können wir kurz zu einem Händler, bitte? Gehen wir hier nach... Ja, Grenfels müssen wir so weit laufen. Immer nach Lindenthal. Oder wo ist denn der? Hier. Nee, in Lutsch. In Lutsch gibt's nichts. Müssen wir nach Lindenthal. Denn wir können nur noch 2 Kilo tragen. Und unsere Rüstung muss bestimmt auch mal repariert werden. Eigentlich hat man nach Novigrad gesollt, ne? Ja, wir gehen kurz nach Novigrad. Soll ich das rausschneiden? Ach nö. Ach nö. Diese dauernden Cuts, finde ich, versauen das immer irgendwie. Die, wie sagt man, Spieldynamik. Wer beschützt uns Arme vor den Halsabschneidern? Kann man das sagen, Spieldynamik? Wer, frag ich mich. Ich glaube schon. Ich habe meine kleinen Gäste. Dann werdet ihr immer so aus der Story rausgerissen und das mag ich nicht. Hüpf. Hey, wie schaut's bei dir aus mit den Preisen? Verlässliche Waffen aller Art, yay. Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Schlagringe für die Damen, super. Zeig mir deine Waren. Okay, wir haben uns ja schon mal so ein Dings geschmiedet. Scheuklappen? Ja, haben wir schon. So ein Greifenschulschwert und das haben wir dann irgendwie 5 Minuten später wieder verkauft, weil wir Besseres gefunden haben. Jetzt hat er kein Gold mehr. Reparieren. Wie schaut es damit aus? Reparieren wir einfach mal alles. Können wir wieder zurückkaufen. Die Kohle. So, jetzt sind wir wieder auf 39. Gefällt mir wesentlich besser. Ja, ist okay. So. Das war's. Also der hat auf jeden Fall auch schon mal bessere Preise als der letzte. Bis dann. Ja, müssen wir gar nicht mehr nach Novigrad, nur das reicht eigentlich. Das können wir noch mal ein bisschen schärfen, ein bisschen aufwerten. Nee, die Rüstung. Danke. Und dann gehen wir zur nächsten Quest. Das Versteck des Mannes. Boah, keine Ahnung, was das war.
Bitte was? Sekunde, bin gleich da. Bin gleich bei euch. Ich muss doch kurz hier verkaufen. Was? Hallo. Bist du wieder der nichts... Hast du was Interessantes? Der so wenig bietet? Nee, bist du nicht. Tristiana und Isador. Ah, scheiß drauf. Elfenwetzstein, aha. So, den Schund will er haben. Und den Wein kauft er uns auch ab, sehr schön. Hat die gleichen Preise wie der Händler. Ah, wir können aber mal das da kaufen. Anfänger, ach so. Nee, Anfänger braucht man nicht. Satteltaschen. Haben wir schon, ne? Ja. Leb wohl. So, ich finde es cool, dass es auch Ausrüstung fürs Pferdi gibt. Brave Plätze. So, jetzt aber. Wir müssen von Lurch aus reiten. Ja, das stimmt. Hier versteckt sich übrigens ein Stufe 25 Wyvern oder so ähnlich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wenn wir so weit sind, kommen wir einfach mal wieder. Da hat ein Wyvern einen Bruder entführt. Einen, keinen Bauern, aber auch keinen Soldaten. Irgendwas dazwischen. Und den Wyvern sollen wir eben stellen und man, wenn möglich, den Bruder retten. Aber ich weiß ja nicht. Ob wir da viel Glück haben werden, keine Ahnung. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt... Ah, hier können wir runter. Hey Bär, schlaf weiter, ich tu dir nichts. Wenn du meiner Plötze nichts tust. Wenn jemand plötzlich was tut, werde ich grantig. Tut's. Wenn jemand plötzlich was tut, werde ich grantig, wollte ich sagen. Wir sind da. Ach, hier sind wir. Das war doch das mit dem Keller, oder? Mit den Ghulen. Hi. Auf Wiedersehen. Wo bist denn du? Unter der Karte. Im nicht vorhandenen Keller des Hauses, könnte man sagen. Okay, was sollen wir hier jetzt finden? Hier haben wir wohl unsere Belohnung noch nicht gefunden, oder wie? Muss ich das verstehen? Was haben wir hier? Ich hörte Leute, die Leichen geflattert haben. Ich weiß nicht, was es bei denen außer schmutzigen Hemden und Fußlappen noch zu holen gibt. Ich rief um Hilfe, sie reagierten nicht. Jetzt kommt nur noch die Ghule. Ich habe versucht, die Tür zu öffnen, das Fenster, mich rauszugraben, ein Loch in die Wand oder das Dach zu kriegen. Nichts zu machen. Sie haben mich gehört. Sie wissen, dass ich hier drin bin. Ich habe nicht aufgemacht, dass sie an der Tür schlugen. Ich dachte, sie räuchern mich aus wie die, die sich unter der Kornkammer versteckt hatten. Dann sind sie auf die Pferde gesprungen und davongeritten. Jetzt ist es still. Sie verbrachten die Nacht mordend und vergewaltigend. Ich habe durch die Risse in der Wand genug mit angesehen, musste mir den Finger beißen. Bis auf den Knochen, damit ich nicht schreie. Weiß nicht, ob sich sonst noch jemand versteckt hat. Vielleicht nicht. Ich sah, wie sich Antosch... Wie sie Antosch erwischten. Der hatte sich bei den Feldern versteckt, beim Heuhaufen, in dem er seine Sachen hat. Das ist es wahrscheinlich. Ein Heuhaufen, in dem der Typ seine Sachen hat. Bei den Feldern. Okay, 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 okay. Questlesen hilft manchmal eben doch. Können wir die abbrennen? Nö. Also Heuhaufen, gib her, was du hast. Gib schon her. Was? Wo? Da hinten im Wald. Sind das die falschen Heuhaufen? Nee, sind's nicht. Hier ist eine Truhe. Alter. Oh, Freunde. War ja jetzt doch ganz, ganz flink. Muss vielleicht doch nichts rausschneiden. Die ist cool. Nicht. Das ist die mit so einem fetten Bauch. Ah, nichts Besonderes. Okay. Okay. Die nächste. Schatzsuche. 28, 15 können wir machen. Finde den Schatz in den Elfenruinen. Das nächste ist hier. Das nächste Dingsterbumster. Plötze. Wo ist die Plötze? Da ist die Plötze. Hallo Plötze. Ich liebe mein Pferd. Heya! Die sind noch viel treuer als die Pferde in Skyrim.
Also die Plötze ist viel treuer als die Pferde in Skyrim. So, wir haben hier nur eins. Ein einziges und das ist gut so. Die Plötze! Und die hat doch so einen schönen Namen. Ich liebe diesen Namen. Plötze! Geralt nennt ja alle seine Pferde Plötze. Früher war Plötze, was heißt früher, im Buch war Plötze, nee, im Film war Plötze eine alte Stute, genau. Aber die hier ist nicht alt, die ist super flink. Die Plötze. Plötze. Kleinweg. Aha. So, lass mal gucken. Freunde, für heute mache ich mal Schluss mit dieser Folge. Und morgen geht es dann weiter mit Stufe 23. Cool. Moment doch. 23 ist immer noch relativ hoch, ne? Wir sind 18. Oder 19? Aua! Wir haben uns letztes Mal schon geärgert, da konnten wir sie noch nicht besiegen. Jetzt können wir es. Aua! Und die Quest müsst ihr euch mal gegen Stufe 15, wenn hier 23er Gegner rumlaufen. So, vorbei mit dir, du Buhl. Das Rätsel der Morde von Kleinweg? Bin ich mit dem Kommandanten der Nilfgaarder Patrouille? Was? Okay. Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Ist es das? Bist du wieder sicher? Ist es auch sicher, sicher? Ah, ein Hexer. Was Hi. Ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Mm. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was. Hier gibt's nichts. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Oh, Geralt. Mythomir und Bauer. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Na gut, geh mal außen rum. Die Götter seien mit dir. Danke, mit dir auch. Darf ich? Danke. Machen wir mal die Quest zuerst. Kunde das Dorf mit Hilfe deiner Hexer. Sene, hallo. Ich will hier raus. Danke. Und ich will den Spitzwegerich. Den möchte ich auch. Hundis, oh nein. Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Oh, Baby. Oh, das tut mir so leid. Was mit dir passiert, kleiner Junge? Die Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Krass. Oh Mann. Ach, das ist ein Soldat. Okay, ich dachte, das ist ein kleiner Junge. Wo ist hier noch eine Blume? Ich sehe die auf der Karte. Ich könnte sie nicht von mir verstecken. Tja. Oder vielleicht doch. Gut. Hier ist noch einer. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Au. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Schön. Die Rehe waren's. Aha. Schweini! Oh nein! Das tut mir leid, Schweini. Also das war's, glaube ich, nicht. Arme Schweini. Manu. Schweine gehören zu meinen Lieblingstieren, muss ich schon sagen. Ich finde die super. Die sind intelligent und faul. So wie ich. Nee, natürlich nicht. Die sind dick und doof in einem. Nee, halt. Dick und schlau. Ist ja auch egal. Ja? Würdest du? Danke. Ey, die Quests finde ich so cool, ne? Einfach rausfinden, was hier zum Teufel abgeht. Irgendwas passt auf jeden Fall nicht. Da hat er schon recht, der Geralt. Die Frage ist nur, das Blut führt zu dem Schweini hier. Und dann? Wohin dann?
Jetzt sind wir zu weit. Komisch, dass er zu dem Schwein nichts sagt, weil hier endet ja der Geruch von Blut. Ach, müssen wir dem vielleicht in die andere Richtung folgen? Ai, ups. Entschuldigung, habe ich übersehen, dass da noch hochgeht. Ich darf doch mal kurz zuerst ins andere Haus gucken. Ja, darf ich? Bitte. Nur ganz kurz. Bin gleich wieder da. Kriege ich einen Pudding? Nein, ich mag gar keinen Pudding. Also ich liebe Pudding, aber jetzt mag ich gerade keinen. Ich habe gerade Kaffee getrunken. Der eigentlich Schoko war. Hier gibt es nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Oi. Letzte Chance. Was ist mit den Nilfgaardern passiert? Was ist hinter dieser Tür? Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben, klar? Kannst du mit dieser Bürde leben? Wohl kaum. Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Wie sah das Monster aus? Es war so dunkel da unten. Ich konnte nichts sehen. Und wie hat es die Nilfgaarder umgebracht? Ich bin weggerannt. Ich hab's nicht gesehen. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Denn das Monster muss jagen. Puh, Freunde, ich bin gespannt, was es ist. Morgen geht's weiter mit dem Monster von Kleinweg. Bis dahin.